Hallo zu einem neuen Video von Apple Apps Tester. Heute zeige ich euch das Spiel Pro Evolution Soccer 2010. Das Game ist seit gestern im App Store erhältlich für den Preis von 7,99 €. Ist gute 53,7 MB groß. Und ja, schauen wir uns mal einfach an. Ich denke mal, viele kennen Pro Evolution Soccer von der Xbox 360 oder PS3. Ist die Konkurrenz von FIFA 2010 im Moment, genau. Ich bin eher so der FIFA-Freund, aber auf dem iPhone bzw. iPod ist es mir eigentlich relativ egal. Jetzt hier sehen wir das Menü, die Galerie, Option, Touch Konami, Einzelspielmodus, Schnellspiel, UEFA Vereinsturniere, also die UEFA Champions League oder UEFA Pokal Turniere kann man da veranstalten. Genau, Galerie. Hier sieht man die Trophäen und die Credits. Optionen. Da kann man halt Spielniveau, Spiellänge, Steuerungsart, frei beweglich, beweglicher virtueller Joystick und Kamera etc. einstellen, Sprache und wie es halt so als ist. Einzelspielermodus kann man ein Testspiel machen, eine Liga anfangen zu spielen, ein Pokalspiel oder etwas zu trainieren. Schnellspiel, da wird man direkt gefragt, was für eine Steuerung man spielen möchte, also virtueller Joystick und One Touch. Das bedeutet, dass man unten links einen Joystick hat zum Spiele steuern, zum Spieler steuern. Und es gibt keine Tasten, die man bestätigen muss zum Passen oder Flanken oder Schießen oder etc. Man muss folgendes, man muss gerade auf dem Bildschirm touchen, also gerade den Bildschirm berühren, damit er abspielt oder wenn man schießen möchte, hält man länger drauf oder einen langen Pass länger drauf halten. Und ja, ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass eine neue Steuerung ist und meiner Meinung nach etwas besser gemacht ist. Da man die Finger nicht da unten halten muss, sondern auch mal nach da oder ganz beliebig. Man kann auch mit dem Bewegungssensor die Spieler bewegen, aber das ist nicht so mein Fall. Gut, ich zeige euch mal den virtuellen Joystick mit One Touch. Machen wir mal Training. Gut. Wir nehmen die Mannschaft. Nehmen wir mal England. So, die Ladezeiten sind eigentlich ziemlich schnell. Finde ich jetzt, meiner Meinung nach. Das kann man aussuchen. Elfmeter, freies Training. Dann machen wir erstmal so. Also, einmal touchen, dann spielt er ab. Jetzt kann man so rumlaufen, ist ja klar, mit dem virtuellen Joystick. Meiner Meinung nach bewegen sich die Spieler eigentlich ziemlich gut, also viel realistischer, gefällt mir auch ziemlich gut. Und ja, ich zeige euch mal die Steuerung, also einmal touchen, das Spiel da ab. Zweimal. Wenn man länger drauf drückt, macht eine Flanke auf die andere Seite. Abspielen und Tor. Ich zeige euch jetzt mal einen Schuss. Das sollte jetzt kein Schuss sein. Ich hoffe, man sieht es irgendwie. Man erkennt etwas. Jetzt. Das war ein bisschen zu spät. Ich muss sagen, die Fußballspiele auf dem iPod bzw. auf dem iPhone sind schon recht schwer. Also ist gar nicht so leicht. Aber macht jedoch eigentlich Spaß, wenn man viel Zeit hat. Das ist ein flacher Schuss. Hier ganz unten. Hier kann man Offensive einstellen oder sehr offensiv oder defensiv oder sehr defensiv.
so dass alle Spieler mit Vorrücken oder ein bisschen defensiv spielen, je nachdem, was man gerade machen möchte. Ja, das Training. Trainingsmenü, sagen wir 11 Meter. Das geht voll. Ich habe gedacht, ich wäre als erstes. So. Latte. Man muss, so wie ich gelesen habe, mit dem Finger antippen, wo man hinschießen möchte, beziehungsweise den Bogen schießen. Und daneben. Jetzt mit dem Torhüter halten. Das sagt mal rechts. Ah, links. Also man muss mit dem Finger die Richtung nachziehen. Pfostentor. Ui. Daneben. So, ich werde euch mal eben Spiel zeigen. Ich zeige euch mal UEFA. Hier kann man auswählen zwischen Europa Liga und Champions League. Hier ist Liverpool. Hier kann man die Zeit einstellen, die Schwierigkeitsstufe und ab und zu, also beim Testspiel oder so, kann man auch einstellen, welchen Ball man nutzen möchte, aber ich schmeiße ja eh rein. Hier hat man einen kleinen Überblick, die Platzierung von allen Gruppen. Hier, das kann ich nicht genau sagen, da ich es irgendwie selber nicht frei habe. Hier kann man dann anfangen. Trikots auswählen, ist ja jetzt auch egal. Spieler einwechseln, also welche Spieler man spielen lassen möchte. Die Formation. Wir beginnen mal. Zum Angreifen, wenn man gedrückt hält, greift der Spieler sauber an. Wenn man einmal drauf tippt, fängt er an zu grätschen. Um Spielerwechsel auszuführen, muss man den jeweiligen Spieler antippen. Schon recht schwer, also gar nicht so leicht. Da bleibe ich lieber bei der Konsole. Schuss und Eckball. Nochmal Ecke. Und daneben. Wie gesagt, das ist nicht so mein Fall. Macht aber auf jeden Fall Spaß. Doch 8 Euro, muss man nochmal überlegen, ob man wirklich dieses Spiel kaufen möchte. Ja. Eine Light-Version gibt es davon noch nicht, soweit ich weiß. Müsste eigentlich irgendwann auch mal rauskommen. Und ob sich es wirklich lohnt. Für 8 Euro sage ich jetzt mal nein. Ist mir einfach viel zu teuer. Aber das müsst ihr selber herausfinden. So, dann gut bewerten, abonnieren, wenn ihr noch mehr Videos haben wollt und Dankeschön.